So, hallo meine Lieben, willkommen zu meinem Video und heute soll es um meine Favoriten gehen. So, dann lege ich einfach mal los und zwar als ersten absoluten Favoriten habe ich diesen hier von Essie. Das ist der Cute is a Button. Weiß nicht, könnt ihr das erkennen? Fokussieren doch. Ja. Das ist eine absolute WAM-Farbe. Die ist sowas von genial. Das gibt es dir ja nicht hier. Das ist so geil. Das ist der Hammer. Wie auf den Fußnägeln, sowie auf den Fingernägeln. Bam, okay, ein Bam-Effekt, ein absoluter Bam-Effekt, absolut gut. Kann ich nur empfehlen. Ja, okay, 7,95 ist teuer, weiß ich. Aber ich sag mal so, es hält, ja. Es hält wirklich gut auf den Nägeln, wirklich, absolut top. Also ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, schon 4, 5 Essie-Lacke. Also... ich find's top, echt. Daumen nach oben, wirklich. Schnell vertreten für alle natürlich. So, dann habe ich von Müller, das ist eine limitierte Edition, ein Body Spray. Und zwar Passionsblume und Marolaöl. Und Leute, der Duft ist der absolute Wahnsinn. Boah, das ist so der Hammer. Es riecht so gut. Nur das Einzige, was mich an dem nervt, ist, dass es eben nicht so lange hält. Aber gut, dann muss man halt nachsprühen. Egal. Ich meine, ich könnte mir das auch gut vorstellen, wenn man jetzt im Sommer zum Beispiel, wenn es richtig heiß ist, dass man dann das in den Kühlschrank stellt, sich damit einsprüht. Oh, riecht es gut. Und dann hat man den schönen frischen Kick mit einem richtig tollen Duft. Oh, das riecht so gut. Schade, dass es kein Riech-YouTube gibt. Naja. Dann ein absoluter Top-Favorit von mir, neu entdeckt, ist von Baby Young Care, die Soft Body Milk. Und die hat die liebe Sandra mal gezeigt vom Kanal Makeup is my Passion 85 und hat so von dieser Creme geschwärmt, von der Pflege, vom Duft und überhaupt wollte ich das unbedingt auch mal ausprobieren. Und Leute, boah, das ist so genial. Es riecht gut, es pflegt, es zieht schnell ein. Das ist einfach nur der Burner. Also wirklich, die Creme ist so, so toll. Und mein absoluter neuer Liebling. Und ich weiß nicht, die kostet 1,95 und da sind 400 Milliliter drin. Also besser geht's gar nicht, finde ich. Also das ist total cool. Also ich liebe die Creme. Ich würde sie mir auch wirklich immer, immer wieder nachkaufen. Und... ja, das ist einfach gut. Einfach super gut. Und neu entdeckt, da hat mich die Luxon 2303 angefixt. Und zwar ist das die The Nude Mattes, die Paula Choice Palette mit richtig tollen matten Farben. Bis auf einer, der ist schimmrig. Aber das stört, das kann mir hier als Highlighter unter den Augenbrauen verwenden. Ich bin übrigens auch heute mit dieser Palette geschminkt und war absolut begeistert. Und Leute, die Farben sind der absolute Wahnsinn. Ups, jetzt bin ich unscharf. Na komm, werd wieder scharf. Yeah. So, und das sind die Farben. Absolut toll. Und ich kann es echt nur empfehlen. Die sind wirklich toll.
Und ich gehe da nur einmal mit dem Finger rein und habe da schon so viel Produkt dran. Das ist der Wahnsinn. Oder? Das ist doch absolut toll. Und jetzt nehme ich noch den hellen Ton. Tu den daneben. Boah, oder? Das ist doch absolut toll. Ich finde es Hammer. Super Palette. Kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Und es war so, ich habe die erst gesehen für 40 Euro. Limitiert war das. Und dann habe ich gedacht, nee, 40, ich weiß nicht. Und dann habe ich nochmal geguckt und dann waren es plötzlich 30. Da habe ich zugeschlagen. Aber der letzte habe ich geguckt. Es war wohl doch nur für kurze Zeit. Es war, hat doch wieder 40 gekostet. Aber ich finde einfach, das ist absolut sein Geld wert. Die ist Hammer und ich kann sie echt nur empfehlen. Übrigens kriegt man die auf paulachoice.de. Einfach mal gucken. Wird es echt nicht bereuen. So. Das war das. Dann habe ich als nächsten Favoriten diese BB Cream von Garnier Miracle Skin Perfector in Matt für normale und Mischhaut. Und die ist so toll. Die hält lange, die mattiert schön, die ist deckend, man kann sie auch schichten. Aber ich finde die einfach toll. Also ich kann es nicht anders sagen. Die ist mein absoluter Liebling. Und ich würde immer wieder nachkaufen. Wirklich. Also, die ist echt gut. Kann ich nur empfehlen. Also, ich habe die gekauft im... Da war ich mal im Kaufland. Da hat die... Oh je. 7 Euro irgendwas gekostet. 95. Und boah, ich bin mit der absolut zufrieden. Ich liebe diese BB Cream. Also, kann ich nur empfehlen. Wirklich. Und dann verwende ich zurzeit als Mascara immer in Kombination. Und zwar ist das die Lash Mania Waterproof von Essence. Und zum anderen als zweite Schicht die Get Big Lashes Volume Curl von Essence. Das ist die vom dem neuen Standardsortiment. Und die beiden in Kombination liebe ich einfach total, weil die ist ja eine relativ, ja, so eine Gummibürste. Genau. Und ja, die trennt die Wimpern und ja, das sieht einfach wow aus. Und dann kommt diese hier mit dem etwas dickeren Bürstchen. Und die gibt dann nochmal so einen richtig tollen Schwung. Und das gefällt mir einfach. Und okay, es gibt auch welche, die nicht mögen. Aber nee, also ich liebe die. Ich liebe die total. Meine absoluten Lieblinge kann ich echt nur wärmstens empfehlen. Wirklich. Dann als absoluten Top-Monolid-Schattenfavoriten habe ich hier den Ultra Satin Eyeshadow und Primer von P2 in der Farbe 040 Satin Orchid. Diese. Ich weiß nicht, könnt ihr das so sehen? Das Licht ist blöd. Moment. So, ist ja nicht wie wir arme Leute, ne? Da machen wir doch mal das Licht an. So, jetzt zeige ich euch die Farbe. Boah, die ist so geil. Die ist so wahnsinnig schön. Guckt euch das mal an, ey. Die schimmert, was das Zeug hält. Die ist so schön. Das ist so toll. Ich liebe das. Die ist einfach toll. Ich habe es echt nicht bereut,
die mir gekauft zu haben. Wirklich nett. Richtig schön. Da habe ich noch so einen lila Ton. Der nennt sich Satin Lavender. Der ist auch toll. Aber nee, der zählt zu meinen absoluten Favoriten. Richtig toll. Außer, ja gut, der Preis für einen 3,45 finde ich auch ein bisschen krass, aber der ist einfach schön. Einfach toll. So, als nächstes habe ich hier einen Blush aus der Cookies and Cream LE von Essence. In der Farbe 010 Cake That's Top. Ach Quatsch, Cake Pop That's Top. Wortfindungsstörungen hier. So, so sieht er aus. Ein richtig toller Peach-Ton. Ja, so ein Peach-Pink-Einschlag. Gehe ich jetzt mal rein. Oh, der ist so weich. Und bam. Toll, oder? Richtig toll. Also mir gefällt der richtig gut. Und wenn ihr den noch habt, ergattern können aus dieser LE. Echt super, ich trage den wirklich super gerne. Und was ich auch finde, dass man da absolut keinen Highlighter braucht. Man braucht einfach keinen Highlighter. Weil der zaubert so einen schönen Glow auf die Wangen. Da braucht man das einfach nicht. Und der ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Mein absoluter Liebling. So, als letzten Liebling, das sieht schon ein bisschen abgenudelt aus, ist das Catrice Shimmering Bronzing Powder in Medium Skin, dieser Sunglow Bronzer, in der Farbe 010 Shimmering Bronze. Genau. Und, oh, der ist so toll, dieses helle, dunkle, ich gehe da mal rein. Also absolut toll. Wirklich wahr. Finde ich richtig schön. Ich liebe den. Ich benutze den auch wirklich jeden Tag und habe nicht mal einen Hitte-Pen. Außer, dass er ein bisschen locker ist, weil er mir mal runtergefallen ist. Aber den finde ich toll. Der ist auch schön dezent und ja, mir gefällt er einfach. Ich liebe Bronzer und ja, ich könnte euch auch mal meine Bronzer- und Blush-Sammlung zeigen. Wenn ihr das gerne sehen möchtet, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Da würde ich mich sehr freuen. Ansonsten könnt ihr auch jeglichen anderen Videowünsche äußern, die ich gerne für euch abdrehe. Und ja, oder Tags oder wie auch immer. Ich bin ja noch ganz frisch. Genau. Und, ach ja, genau. Ich habe ja vorher eine Kamera gehabt, die ja nicht so toll war. Das Problem an der Kamera war einfach, dass die nach 9 bis 10 Minuten ausgegangen ist. Und das hat mich halt total gestresst, weil ich konnte einfach nicht richtig Videos drehen. Und die Ladezeit am PC war auch ziemlich lange und ich habe mir nicht gerade eine lahme Leitung, aber irgendwie war das halt so, keine Ahnung. Naja, lange Rede, kurzer Unsinn. ich bin dann wieder in den Laden rein, habe die Kamera mitgenommen, habe gesagt, Leute, ne? Ich habe gesagt, ey, ich habe einen YouTube-Channel, ich kann es doch nicht drehen. Was ist das für eine Kamera? Was wurde mir da verkauft? Hä? Und dann, ja, bla bla. und so weiter und so fort. Und dann, ja, nein, wir können die nicht zurücknehmen. Die ist ja auf und blö und blub und blab. Und ich so, oh, toll, danke. und dann, ja, die könnte sie wieder mitnehmen und nee, und so. Und dann dachte ich, ja, toll. Und ja, jetzt habe ich die eben bei eBay reingestellt, tue sie verkaufen, habe mir eine neue geholt, was soll ich machen, habe aber Rabatt bekommen, also war es nicht so teuer. Und demher, mit der kann ich jetzt länger aufnehmen, ich habe keinen Stress mehr, ich kann jetzt planen, was ich abdrehen will, ich brauche mich nicht stressen und es ist einfach herrlich und ja, ich bin
echt froh, dass ich ja einfach mitgemacht habe hier und dass ich mich endlich getraut habe. Und ja, nach fast einem Jahr YouTube gucken, dass ich jetzt gesagt habe, hey, ich mache jetzt auch mal mit und ich traue mich jetzt und ja, freue mich einfach total und danke jedem Einzelnen von euch, dass ihr mich abonniert habt, dass ihr mich guckt und ja, ich finde es einfach total toll und ich freue mich und ja, dann war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen tollen Abend, ein tolles Wochenende und bleibt gesund und ja, macht's gut. Ciao.